Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Es gibt was anzukündigen und zwar leider, ich habe Zul'Farak gemacht, habe das Ganze aufgenommen, allerdings ist es leider so, dass diese Aufnahme komplett ohne Ton ist, das heißt, ich kann diese Aufnahme nicht veröffentlichen. Vorteil jedoch ist, ich habe in Zul'Farak kein einziges Item bekommen, habe nur ein halbes Level gemacht, das heißt, wir sind jetzt 46, ja, ein halb ungefähr. Und habe allerdings die zwei Quests abgeschlossen. Einmal den Trollaushärter, da haben wir 5 Stück, haben ja glaube ich gefehlt. Die habe ich natürlich komplett bekommen. Und die Wünschel-Mato-Route habe ich bekommen. Zur Wünschel-Mato-Route vielleicht ganz kurz erklärt. Es ist so, dass wir in Zul'Farak ja diesen Tempel haben, wo man dann nach oben die NPCs trifft. Also die freundlich gesinnten NPCs trifft. Und diese dann dementsprechend... ja, was soll ich sagen? Ja, die laufen dann den Tempel runter, machen den Endboss mit einem. Und wenn man den Endboss dann besiegt hat, stehen die noch unten rum. Das haben wir das letzte Mal nicht gesehen, weil ich tot im Sand lag letztendlich. Diesmal ging es dann. Und wenn man diese NPCs anspricht und sagt bei den Anführern, man möchte diese Wünschel-Mato-Route haben, rasten die aus und greifen einen an und man muss sie dann dementsprechend besiegen. Ist relativ easy going, war nicht wirklich schwer. Und dann droppt letztendlich der NPC, droppt diese Wünschel-Mato-Route. Das heißt, wir werden in dieser Folge jetzt dann dementsprechend die Trollherder abgeben und die Wünschel-Mato-Route-Quests noch abgeben. Zusätzlich habe ich momentan noch Kochkunst. Und zwar, wir sind Kochkunst 225 bin ich jetzt mittlerweile. Das heißt, ich habe beim Kochkunstlehrer in Ironforge, ist aber auch in Sturm und so, eine Quest bekommen, die mich nach Gatgetzahn schickt. Was ganz praktisch ist, weil wir momentan ja in Gatgetzahn sind. Das heißt, wir können jetzt dann Kochkunst auf 300 skillen, wenn wir die Quest dementsprechend erledigt haben. Das möchte ich jetzt auch nochmal machen. Zusätzlich, sehr, sehr viel Information mal wieder, habe ich neue Addons. Und zwar Big Wigs. Ich habe Deadly Boss Mods ja ausprobiert. Ich war nicht wirklich zufrieden mit Deadly Boss Mods, muss ich sagen. Zu viele Meldungen, zu viel Eingreifen, zu viel Verwirrung vor allem für mich. Und deswegen habe ich mir Big Wigs geholt. Big Wigs ist ganz cool, muss ich sagen. Es beschränkt sich tatsächlich auf Schlachtzüge. Also geschmolzener Kern und Onyxiohort. Mehr gibt es hier nicht. Das heißt, für die normalen Dungeons bräuchte ich Little Wigs, damit ich dementsprechend angezeigt kriege, wenn da irgendwas passiert. Werde ich mir nicht holen, werde ich nicht brauchen. Für die normalen Instanzen muss man das nicht wirklich haben, finde ich. Wenn es irgendwie doch mal sinnvoll wäre oder ich es für sinnvoll erachte, werde ich es mir tatsächlich noch holen. Aber im Moment bin ich mit Big Wigs eigentlich ganz zufrieden. Kann man sich hier dementsprechend alles einstellen. Es ist benutzerfreundlicher, viel, viel benutzerfreundlicher, viel, viel einfacher gehalten das Ganze und viel, viel übersichtlicher auch dementsprechend gehalten. Und man hat doch relativ auch, man hat Einstellmöglichkeiten, die man aber nicht nutzen muss. Zusätzlich noch ein sehr, sehr schönes Addon. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken, weil ich jetzt hier gerade Richtung des giftigen Unterschlupfs unterwegs bin. Ich soll hier für eine Quest, solle ich Schalen finden. Wo haben wir es denn? Erkundung des giftigen Unterschlupfs. Bring 5 Chitin-Paar Insektenteile vom giftigen Unterschlupf nach Gatgetzahn zum Alchemisten. Pestelzug. 1 von 5 habe ich bereits. Das habe ich offline wieder ein kleines bisschen was gemacht, aber nicht viel, wie gesagt. So, die Quest werden wir einmal machen. Die Kochquest schauen wir uns dann gleich nochmal an. Wir machen jetzt erstmal das hier und gleich sieht man auch das neue Addon, was mir geholt hat. Denn mir ist aufgefallen, kann ich das mit der... ich müsste eigentlich... Die sind Level 49, das ist ein kleines Problem tatsächlich gerade. Ich würde es gerne zeigen, aber ich würde es gerne an der... Ah, guck mal, an der Hygiene geht es beispielsweise. So, ich bin noch in der Tanks gelungen momentan. Und zwar, mir ist aufgefallen, Rüstungszerreißen hat auch, es hält 30 Sekunden lang an. Das Problem haben wir jetzt irgendwann beim Boss, habe ich nicht nach, also Rüstungszerreißen nicht mehr gewirkt und irgendwann ist es ausgelaufen, was nicht der Fall sein soll. Das heißt, ich habe mir jetzt einen Addon geholt, was genau das für mich überwacht. Und zwar, unter anderem, hier sieht man schon, der Donnerknall, Rüstungszerreißen. Einmal 26 Sekunden. Zweites Rüstungszerreißen, zweimal Rüstungszerreißen, einmal Rüstungszerreißen. Zusätzlich der Schlachtruf wird angezeigt. Das Schöne ist, der wird dann größer, wenn er ausläuft. Und auch wenn jetzt Rüstungszerreißen ausläuft, ich kann es mal kurz auslaufen lassen, gibt das Effekte. Das heißt, ich werde automatisch daran erinnert, okay, ich muss jetzt anfangen, Rüstungszerreißen zu passen. Genauso wie Verwundeten zum Beispiel. Wie das Addon heißt, muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Man kann das einstellen, das ist sehr individuell auch einstellbar, das Ganze. Und man kann jeden Zauber festlegen, was er machen soll. Hier, jetzt blinkt es beispielsweise schon, weil ich nur noch 7 Sekunden Zeit habe. Und jetzt ist leider der Gegner tot. Am Ende leuchtet es tatsächlich noch bei 2-3 Sekunden, leuchtet es dann komplett auf. Und dass man sieht, okay, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, casten mal bitte nach das Ding. So, das funktioniert auch mit sämtlichen anderen Dingen, beispielsweise mit eben Verwunden. Mit Überwältigen habe ich es mir auch eingestellt, das war tatsächlich ein bisschen Arbeit, also ich habe da ein bisschen länger. Naja, Level 49er, die weichen leider sehr, sehr viel aus. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin. Das ist ein Untoter, schade, sonst hätte ich eine Gruppe aufgemacht tatsächlich.
So, also verwunden wird hier auch angezeigt. Man sieht immer hier, kommt dann der Tick letztendlich bei diesem, was war das? Bei diesem Strich tickt das letztendlich dann. Und so kann man sagen, okay, ich muss jetzt nachcasten. Weil es ist ausgelaufen und ich habe verfehlt. Jetzt ist es wieder da. Und ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir schauen uns das gleich an. Jetzt hier überwältigen wurde ausgelöst, ist ganz oben und jetzt konnte ich überwältigen einsetzen. Das erinnert mich auch daran, überwältigen einzusetzen. Und das habe ich mir ganz nach oben gepackt. Das war tatsächlich ein kleines bisschen komplizierter auch. So, da die hier Level 49 sind und ich nebenbei noch quatsche, wie blöder, muss ich aufpassen, dass ich nicht draufgehe, aber wir kriegen es hin. Level 49er geht, wie man sieht. Ich muss mich nur tatsächlich auch jedes Mal hinsetzen zum Essen danach. Wieso haben wir eigentlich... Wieso bin ich noch im Kampf? Das hängt mal wieder ein kleines bisschen. So, Schlachtruf, man sieht es jetzt hier, das Ding wurde größer, jetzt fängt es an zu blinken. Hier ist auch noch Feuer an der Seite, man sieht es vielleicht so ein kleines bisschen, dass ich nachcasten sollte, weil es ausläuft. Sind Erinnerungen für mich letztendlich, Schlachtruf, jetzt ist er ausgelaufen, gleich wird es verschwinden. So hoffe ich auch, dass ich Schlachtruf beispielsweise öfter caste, wobei Schlachtruf, es liegt daran, dass ich es nicht caste, weil meine Wut in Rüstungszerreißen sinnvoller angelegt ist. Ah, guck mal hier, 47er gibt es tatsächlich sogar von denen. Ja, die sind einfach. Wieso habe ich hier nur Level 49er gerade die ganze Zeit gehabt? Hier, 50er sogar, da hinten. Die sind so hoch übrigens, 50er geht noch nicht. Also das mit Verwunden ist wirklich sehr, sehr praktisch. Das funktioniert auch mit Demoralisierungsruf und so weiter und so fort. Und die Einstellungsmöglichkeiten sind echt gigantisch. Wir schauen uns das jetzt an, wenn ich hier zurückreite. Ich würde nur tatsächlich gern die Quest abschließen und die Kochquest abschließen in der Folge. Es wäre mir ein Wunsch. Und in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal auf jeden Fall nach Zul'Farak. Ach, guck mal, hier Mini. Schwarmkäfer. Alles klar. Genau, Zul'Farak will ich auf jeden Fall nochmal gehen. Item-technisch haben wir tatsächlich schon alles rausgeholt, was irgendwie sinnvoll ist aus Zul'Farak. Ach, guck mal hier, 2 von 5. Geht doch. Da ist wieder ein 49er. 50er ist... Ah doch, selbst 50er geht mittlerweile. Wenn sie ganz rot sind, dann wird es tatsächlich schwierig. 50er geht gerade noch so. Hätte gern... Guck mal hier, 48er. Sowas hätte... Die hätte ich gerne. Die sind nämlich leicht zu besiegen. Die weichen mir nicht dauernd allem aus. Ich hoffe nur, dass die... Dass es funktioniert. Also daran könnt ihr euch jetzt gewöhnen, dass es das Add-on, das werde ich auf jeden Fall behalten, genauso wie ich Big Wings behalten werde, um eben auch dann Infrarates würde es dann nur sein. Aber ich habe mich schon mal ein bisschen informiert darüber. Guck hier, überwältigen beispielsweise, kann ich schön auflösen und werde tatsächlich dran erinnert. Sehr, sehr cool. Ich werde auch meine Einstellung einmal komplett zeigen. Wie ich das Ganze eingestellt habe. Jetzt wird es krank. Jetzt wird es tatsächlich. Ich glaube, das werde ich werde drauf gehen. No, Forest! Könnte sein. Okay, das hat mir gerade tatsächlich, also mein Schmuckstück, ich habe ja dieses Schmuckstück, schicke Stoppuhr, die kurzzeitig meine Geschwindigkeit erhöht, die hat mir gerade in den Arsch, glaube ich, tatsächlich. Also ist sinnvoll, die zu haben, tatsächlich. Was sind diese kleinen Käfer? Die sehe ich hier zum ersten Mal. Zitinschwarm. Aber die droppen das Zeug nicht, glaube ich. So, Nahrungsbuff haben wir drin. 8 Ausdauer kriege ich dazu. Die konnte ich mir mittlerweile herstellen durch das Fleisch. Also wie gesagt, Kochkunstquest würde ich auch gerne abhaken. 3 von 5. Droppt relativ häufig das Zeug, Gott sei Dank. Und, okay, wir essen gerade. Dann können wir es kurz mal zeigen. Und zwar, das Add-on heißt Nuke Running ist das Add-on. Hier mal kurz meine Einstellung. Wer die kopieren möchte, einfach YouTube pausieren. Sich die Einstellungen dann dementsprechend kopieren. Ich bin mit denen glücklich. Ich habe tatsächlich allerdings auch sehr, sehr lange mich damit beschäftigt. Also ich habe eine gute 2 Stunden, habe ich glaube ich, das Add-on eingestellt, weil ich viel, viel rumprobiert habe. Das Ganze ist in Englisch. Man kann allerdings alles umändern. Ich habe hier beispielsweise die hier mit M, sind selbst sind umgeändert. Ich habe noch nicht alle geändert. Hier Spott habe ich dann reingeschrieben. Oder hier entwaffnet. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, das Ganze. Und habe hier ein paar Einstellungen, die man machen kann. Multitarget und so weiter und so fort. Besonders überwältigen ist schwierig. Die Priorität hier muss man auf minus 9 setzen, dann ist sie ganz nach oben gerückt. Das Überwältigen, das war mir wichtig, weil es war ganz unten. Und dass ich es nicht übersehe, wollte ich es ganz nach oben haben. Da habe ich hier ein bisschen rumprobiert. Man muss minus einstellen, damit das Ganze nach oben rutscht. Bin ich ja wirklich nicht drauf gekommen am Anfang. Ja, das war es im Großen und Ganzen mit dem Ding schon. Ich werde die restlichen Dinger werde ich auch noch komplett übersetzen, auf jeden Fall. Ich finde das Add-on mega cool. Aber das wird auch so ziemlich, also ich möchte nichts irgendwie, was mein Interface verändert. Ich habe mir Add-ons auch angeguckt, die sowas machen. Minimap verändern und so weiter, das will ich alles nicht. Ich möchte mein Standardzeug tatsächlich beibehalten. Guck mal, da hinten, war das nicht ein normaler?
Guck mal hier, die Level 48er werden schon wieder abgeschlachtet. Ich hätte gerne die Level 48er und nicht die blöden... Ach, guck mal hier. Genau, ich will Level 48 und nicht diese hochleveligen. Die sind nämlich scheiße. Tatsächlich. Von am Rand, wo ich war, waren die Level 50 und hier sind überall 48er. Na super. So, Schlachtruf. Und ich werde tatsächlich jetzt dran erinnert. Die Größe finde ich auch gut. Ich habe es auch so eingestellt, dass wenn ich mehrere Ziele habe, gerade beim Tanken, ich sehe nur einmal das Ganze. Man kann auch so mehrere Ziele einstellen. Das Problem ist, dass irgendwann ist tatsächlich der Bildschirm ein bisschen überfüllt. Deswegen, ich habe das Ganze mir auf ein Ziel gelegt. Multitarget muss man da dementsprechend anhaken. Dann wird es auf ein Ziel gelegt. Ja, jetzt widersteht aber wieder mal viel. Ah, 49er. 48er, sehr schön. Komm, die zwei Panzer kriegen wir auch noch zusammen. So, momentan ist es auch wieder so, ich habe in Tanaris jetzt relativ alle Quests abgearbeitet. Bin Level 46, komme hier nicht großartig vorwärts, weil die restlichen Quests sind tatsächlich alle noch braun oder orange, wie ihr wollt. Und macht es tatsächlich momentan wieder ein bisschen schwierig. Level 47 auch noch, ab Level 48 kann ich in die sengende Schlucht, da lohnt sich's erst. Momentan lohnt sich's tatsächlich noch nicht, die sengende Schlucht für mich. Da die Gegner zu hoch sind. Das sind so Level 50er, wie man sieht, die sind noch braun. Das ist zu schwierig. Ich habe gern gelbe Gegner, da komme ich gut vorwärts. Level 50er oder Level 49er gehen, aber es ist tatsächlich anstrengender und es dauert einfach länger und ich muss mich öfters hinsetzen zum Essen. Das ist ein bisschen nervig. So. Boah, ich hab noch Tonnen an Informationen. Ich weiß gar nicht, wer das alles erzählen soll. Es ist auch so, dass wir jetzt hier in diesem giftigen Unterschlupf sind. Also man sieht jetzt hier dann schon diese... Was sind das? Füße, Tentakel... Ne, Tentakel ist es nicht. Diese Füße oder Beine von Insekten, die hier rauskommen letztendlich aus dem Boden. Das wird dann in Ankeral. Die Instanz wird hinzugefügt. Da werden wir uns auch hoffentlich drin bewegen. Ist eine Raid-Instanz. Eine mega coole Raid-Instanz. Riesig, riesengroß das Ding auch. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich reinkommen auch. Und das ist ja schon der Vorbote letztendlich hierfür. Wir werden dann auch in Silithus dementsprechend noch unterwegs sein, wo wir... Hier müssen wir mal hier wieder Nahrung reinziehen. Wo es dann auch darum hauptsächlich gehen wird. Silithus befindet sich hier und hier ist dann unten. Hier unten wird dann Ankiral kommen. Ich hoffe auch mit dem Event, dass man es freischalten muss, dieses World Event, wo man wirklich die Mithilfe von sehr, sehr vielen Spielern braucht. Da müssen sich Gilden zusammenschließen, um Ankiral überhaupt zu öffnen. Es ist mega cool. Das werden wir uns auch anschauen. Und das hier ist praktisch schon der Vorläufer dafür. Na, guck mal hier, dann kommt dann nämlich den hier. Wir sind tatsächlich mehr als genug Level 48er. Nur vorne am Eingang waren irgendwie die Level 49er, 50er. So, Blutrausch. Schlachtruf. Ja. Also ich finde, das Addon finde ich echt schön. Vor allem, man sieht halt hier oben nicht, wann das ausläuft. Dementsprechend. Und mit dem Verwunden weiß jetzt immer, okay, ein Tick noch und dann läuft es sowieso aus. Das heißt, ich kann es jetzt dann schon mal erneuern, das Ganze. Am praktischsten finde ich aber tatsächlich, dass ich mir jetzt überwältigen anzeigen lassen kann. Guck mal, 5 von 5. Läuft. So, wir gehen jetzt zurück, geben die Quest von Zul'Farrakhnor ab und schauen uns die Kochquest an. In der Zeit werde ich die Kochquest vorlesen. Das ist mal eine sehr effiziente Folge auch. Kochen. Ich kenne da einen Typen. Ich auch. Beschreibung. Das sehe ich doch an euren Kochlöffel, dass ihr wisst, was ihr tut. Leider kann ich euch nichts beibringen. Glück für euch, ich kenne da einen Typen. Er ist ein Goblin und wahrscheinlich der beste Koch von ganz Kalimdor. Hajo. Und jetzt die schlechte Nachricht, Jüngchen. Ihr müsst nach Kalimdor reisen, geht nach Gadgetzahn und sucht nach Dirke Quicklief. Er wird es euch beibiegen. Darauf hoffe ich. Wir kriegen bei ihm eine Quest, glaube ich, wo wir dann auch erst was erledigen müssen für ihn, damit wir Kochkunst auf Level 300 freischalten. Ich glaube es zumindest. Wir werden es gleich erfahren. Wir werden die Quest auf jeden Fall machen und die anderen Zul'Farrakh-Quests abgeben. Dann war es das schon mit der Folge. Die Folge ein kleines bisschen kürzer. Ich werde mir dann tatsächlich eine Gruppe für Zul'Farrakh suchen. Hier für Zul'Farrakh haben wir vorhanden. Am besten natürlich eine mit Hammer. Meine letzte Gruppe, wo die Aufnahme nicht funktioniert, da hatte übrigens auch keinen Hammer. Das heißt, man konnte das gar nicht auslösen. Hammer selber, ich war mal im Hinterland, haben wir das angeguckt. Level 5, zwei Level 50er Elite, die man töten muss. Das heißt, für mich alleine niemals machbar. Zumindest nicht vor Level 55. Und ich müsste jemand aus der Gilde beispielsweise fragen. Vielleicht mache ich es da dementsprechend mal. Also man braucht eine Gruppe dafür tatsächlich. Ja, sonst, ich schau mal, ob auf von der Gilde ist heute relativ, also es ist Samstag, wo ich das Ganze jetzt aufnehmen möchte. Gruppe finden ist kein Problem. Ja, sehr schön.
Ich werde es auch so machen, ich werde mir hier noch weitere Reiter anlegen. Das zeige ich euch auch, wie das Ganze funktioniert. Wo man dann beispielsweise hier einfach einen Reiter wechseln kann und dann hier Suche nach Gruppenreiter hat. Oder auch den Gildenreiter werde ich ausquartieren, sodass das dann dementsprechend alles einzeln ist. Also ich habe noch ein bisschen was vor zu verändern, allerdings ich möchte das Standard-Interface, so wie es ist, nicht verändern. Weil mir wurde auch schon gesagt, setze mal bitte irgendwelche anderen Addons ein, die das Interface verändern. Ich frage mich, wieso? Ich hasse das. Vor allem, wenn man das dann so verändert, dass alles blitzt und leuchtet und man einen epileptischen Anfall bekommt, nur wenn irgendwas passiert im Spiel. Ich bin da kein Fan von. Und letztendlich, wir haben Atlas Loot drauf, wir haben Bigwigs drauf. Ich kann es eigentlich mal zeigen. Lass mich in Ruhe. Also, Atlas Loot, Bigwigs, Nuke Running ist drauf, Vendor Prices ist drauf und Real Mob Health. Das sind die einzigen Addons und die finde ich auch tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Ah, guck mal hier. Wir senden hier gerade alle hin zu dem Hündchen. So, wir geben jetzt einmal die Quests ab. Und zwar einmal hier. Das ist eine Zulfarak-Quest, die wir abgeben können. Seid gegrüßt. Ah, der Aushärter. Ah, das ist wirklich ein guter Härter. Und zu viel davon. Ich werde tagelang arbeiten können, bis alles aufgebraut ist. Danke, Geibersch. Bitte nehmt dies hier als Bezahlung. Oh, 2 Gold fast. 29 Gold haben wir wieder. Level 46... Habe ich es gesagt? Ich glaube nicht. Level 46, es gab übrigens einen neuen Sturmangriff. 18 Wutpunkte generieren wir jetzt statt 15 Wutpunkte beim Sturmangriff. Es gab ein neues Rüstungszerreißen, auch sehr, sehr schön. Und es gab... Gab es ein neues Verwunden? Nee. Neues Hinrichten gab es auch nicht. Neues Überwältigen gab es, genau. Waffenschaden plus 25 kam hinzu. Überwältigen, Sturmangriff und Rüstungszerreißen. Also Level 46 ist ein sehr, sehr cooles Level, muss ich sagen. So... Das war, glaube ich, genau. Das sind die, wo wir gerade gemacht haben. Die Panzer. Gute Arbeit. Ich werde jetzt mit der Analyse dieser Dinger beginnen. Eines kann ich euch aber direkt sagen. Es handelt sich hier um keine mir bekannten Insektenformen. Es scheint fast so, als würde diesen Käfer von einer fremden Macht kontrolliert oder sowas. Wir erinnern uns, ich habe es angesprochen mit Ankiral. Wir werden jetzt hier praktisch darauf vorbereitet, auf die Instanz und worum es überhaupt geht. Also deswegen, das ist auch wichtig hier dementsprechend. Ihr müsst auf der Stelle mit Fitzeldozer sprechen. Anscheinend gibt es einen Notfall, bei dem er eure Hilfe benötigt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es geht um weitere Käfer in der Tanaris-Wüste. Bleibt sauber! 3100 Erfahrungspunkte, auch nicht so wenig. 3900 hat tatsächlich nur die Zulfarak-Quest gebracht. Also war jetzt in Ordnung, muss man sagen. Jetzt haben wir noch die Route, genau, die müssen wir da hinten abgeben. Und die Kochquest haben wir noch. Yo. So, ihr habt sie gefunden. Gut gemacht, Kaibasch. Musstet ihr mit Pli darum kämpfen? Ich hoffe, ihr habt ihm und seiner Bande kräftig eingeschenkt. Haben wir, wir haben sie besiegt. Was leider halt nicht in der Aufnahme drin ist. 13 Fähigkeit, 5 Ausdauer. Der ist tatsächlich... Ja, der ist besser, der Ring. Wir nehmen den Ring. Schönen Tag auch. 6300 Erfahrungspunkte. Das sind Erfahrungspunkte, die gefallen mir. Jetzt haben wir auch das halbe Level geschafft. Und in Zulfarak, ein halbes Level sollte jetzt mit doppelter Erfahrung oder ein bisschen doppelter Erfahrung sollte das drin sein, dementsprechend. Ich kenne da einen Typen. Dirke spuckt Leder aus. Pft. Dirke hustet laut. Was ihr müsst wissen, dass Leder erstaunlich reich an Proteinen und arm an Kohlenhydraten ist. Mensch. Nein, danke. Bleibt gut drauf. Beste Angebote, weit und breit. Ah, hier. Erhöht eure Kochkunst um 300 und wir bekommen hier... Muschelette Subri. Schon mal von einem Muschelette gehört? Natürlich nicht. Muschelette. Nee, ich sag jetzt nicht, was ich denke. Natürlich nicht. Das ist mein neuestes kulinarisches Meisterwerk. Oh, Geibersch, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an Muschelette denke. Leider habe ich nichts mehr hier, um eins zu machen. Wie wäre es mit einem Handel? Ihr besorgt die Zutaten für eine Muschelette und ich bringe euch die Feinheiten der exotischen Küche bei. Und leg sogar noch ein paar Muschelette drauf. Abgemacht? Wie oft dieses Wort hier vorkommt. Und das brauche ich dafür. Oh Gott. 12 Rieseneier, 10 Stück scharfes Muschelfleisch, 20 Stück alter Racklochkäse. Begebt euch zu einem Käser, zur Käserei. Okay, der will echt viel haben. Die werden wir nicht mehr schaffen, bleib die Quest. Sauber. Ich werde die Quest allerdings erledigen, damit wir Kochen 300 bekommen. Aber gerade so die Berufe-Quest auf 300 zu bringen, wie eben schon Erste Hilfe, das habe ich auch gezeigt, ist mir tatsächlich wichtig, dass ich das in der Aufnahme auch drin habe dementsprechend.
Ich würde sagen, für die Folge war es das Ganze mal eine kurze Folge. Macht aber nichts. Die nächsten Folgen werden wieder länger. Wie gesagt, ich werde mich um Zul'Farag bemühen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Moment, den Ring müssen wir noch tauschen. Das will ich noch gemacht haben. Und zwar, wir nehmen, was haben wir hier, 4 Ausdauer und 3 Stärke, die wir verlieren. Und kriegen hier dafür Beweglichkeit. Ja, das ist tatsächlich eher hier besser ausgetauscht. Die 9 Ausdauer sind mir wichtiger tatsächlich. Ja, okay, Beweglichkeit hätten wir auch, Ausdauer, Stärke. Ich weiß ehrlich gesagt, sie nehmen sich nicht viel meiner Meinung nach, die beiden Ringe. Ich werde aber den hier behalten. Ich finde einfach, er passt besser zusammen. Dann machen wir es modisch. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei World of Warcraft Classic mit meinem Krieger. Macht's gut.